Ja, ich bin gelangweilt von ständigen Abstürzen dieses Spiels. Ich weiß nicht, warum das wir nicht... Naja. Gelangweilt, gibt's nicht nur seines zu tun? Alle Eier gekraut, dann kommt... Was, alle Eier? Alter, willst du mich verarschen? Ich bin hier auf Nuttenstrich gelandet, oder wo bin ich hier? Der Drache könnte zumindest auch hindeuten. Dann kommt zum Mittagsmondlicht. Wir haben eine Menge Minispiele in unserem Park. Erfreut euch an ihnen und gewinnt Mondlichtmünzen. Die könnt ihr gegen schöne Souvenirs tauschen. Erzählt mir vom Mittagsmondlicht. Hey ihr seid berühmt. Wir sind aus Lilia. Unser Anführer ist auf Du und Du mit Mr. Darcy. Also hat uns die Nebrela-Händlervereinigung ein Luftschiff geliehen. Wir bieten den Leuten lustige Spiele. Momentan befinden wir uns hauptsächlich in Artesia. Kommt uns doch besuchen. Das Mittagsmondlicht, ach, das kommt ursprünglich von einem barbarischen Normanenstamm aus Windia. Eines der Festivals dieser Stammes ist das Vollmondfest. Davon habt ihr sicher schon gehört, oder? Ein wirklich schönes Fest voller mysteriöser Atmosphäre. Unser Anführer gefiel das Konzept, also gab er ihm diesen mysteriösen Namen. Das Ganze ist selbstverständlich ein großer Marketing-Gag. So viele Leute wie hier Eintritt zahlen. Die wollen natürlich etwas geboten bekommen, also geben wir Mondlichtmünzen aus, die unseren Besucher gegen Souvenirs tauschen können. So funktioniert eben das Business. Unser Manager hat sich übrigens mit den seltsamen Figuren zusammengeschlossen, die für den Marktplatz zuständig sind. Er will die Popularität des Mieters Mondlichts erhöhen. Also hat er einen Mondlichttauschstand eingerichtet, wo man seine Souvenirs aussuchen kann. Allerdings ist das kein normaler Stand, denn jemand bewacht. Ist sozusagen offen für alle, ist wohl auch besser so. Ich versemmle ständig die Abrechnung. Gehen einfach mal in den Park, würde ich sagen. Hey, ihr seid doch die Osira-Legende Nerimer. Unser Direktor hat eine Schwäche für feurige Helden wie euch. Er hat gesagt, wenn ich auf berühmte Helden treffe, soll ich sie zumindest mündlich einladen. Hier unser Zutrittspass. Falls ihr Interesse habt, besucht unseren Park und vergnügt euch dort mit ein paar Minispielen, um etwas Stress abzubauen. Wir haben eine temporäre Basis in Artesia. Reitet einfach auf Wirbelmond. Er bringt euch direkt hin. Wenn ihr dort seid, gebt einfach Misty euren Pass und dann kann es schon losgehen. Wenn ihr wieder gehen möchtet, könnt ihr alle Mondlichtmünzen, die ihr aus dem Spiel erbeutet habt, beim Mondlichttauschstand eintauschen. Toll, nicht wahr? Probiert es doch einfach aus. Bist du Mondlicht? Wirbelmond. Die Animation ist weltenbewegend. Was? Das hätten sie echt schöner machen können. Drückt gleichzeitig Shift und A bzw. D, um nach rechts oder links abzurollen. Hat man ja schon, dass das ein bisschen schwierig ist, da den abrollen. Wir müssen aber gucken, dass wir eventuell mal eine Einhandwaffe uns zulegen. Haha, selbst ohne Parkpass würde ich eine leuchtende Hand Heldengestalt wir euch niemals abweisen. Willkommen bei Mimas Mondlicht. Juhu, wir haben Geld dafür bekommen. Krasses Vieh. Du hast ein bad feeling, okay. Aber wo mache ich jetzt hin? Da ist der Tauschstand. Dann lege ich mal kurz hin. Welches Level hatten die Dame? Ich hoffe, ich bin hier nicht falsch. Something's awry. Was ist das denn, Alter? Wollt ihr Mysterien in pure Freude liegen? Dann kommt ihr mit das Mondlicht. Hey ihr seid berühmt. Wir sind aus Lilia. Unser Anführer, das kenne ich übrigens schon, Dame. May the great dragons be with you. Eigentlich dachte ich ja, dass ich eventuell... Marmorfrost.
Arctis Shadow. Der sieht echt geil aus, muss ich gestehen. Wow. I think you're staring at me. Mögt ihr Abenteuer, wenn ihr hin und wieder bei Spannung und Gefahr gebrauchen könnt, aber beides in einer fröhlichen Atmosphäre leben wollt, dann nehmt am Drachenknochen Überlebenskampf in der Mirkmine teil. In diesem Spiel wird das zweite Drachenkrieg nachgestellt. Es gibt nur ein Ziel, beschützt den Drachen, die Drachenknochen, die von den Legendären hinterlassen wurden. Ihr spielt den Helden des legendären Lagers, der Drache, der an eurer Seite gekämpft hat, ist gefallen. Vor seinem Tod manifestiert sich seine Macht in Drachenblutbäumen. Ihr müsst die Blutbeeren von den Bäumen pflücken und so gegen eure Feinde einsetzen. Die Kronosleute repräsentieren. Bekämpft sie und schützt die Drachenknochen, um den Sieg davonzutragen. Hier noch ein Tipp. Auf dem Schlachtfeld gibt es heiligen Drachenblutenboden, der mit dem Blut der Legendären getränkt wurde. Begrabt die Blutbeeren mit diesem Boden und erweckt damit die Knospen, die daran schlummern. Aus ihnen stehen dann blaue und rote Drachenblutrosen, die euch den Schlüssel zum Sieg liefern. Aha. This is urgent. Muss ich da durchgehen? Die sieht aber auch cool aus. Stopp! Das sieht auch geil aus, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Was ist das denn? Oh, ist das cute! Ich meine natürlich das Mädchen. Was auch sonst. Wie das Mondlicht Misty ist hier irgendwo. Hä? Ob ich behindert bin, habe ich gefragt. Da hinten. You look out of place. Boah, sind Sie doch kein Schwein. Ich will zu dem Festival. Das ist das Festival. Juhu, lass uns Spaß haben. Yay. Ich komme ziemlich von... Holste Dame. Wo muss ich hin für die Midas-Spiele? Onyx Glück. Okay. Da wollen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Was haben wir denn hier? Bin ich behindert? Ach so. Klack. Hallo. Geh nach oben, dumme Plattform. Wow. Danke. Yes? Hey, ihr da, ihr müsst Usira sein, der Manager des Fahrzeuges, hat Gülter von der Nibrela Händlervereinigung bestellt, aber die Wachen in der Tetsia haben uns... Aber das ist doch alles. Das sind doch Quests, die ich überhaupt nicht brauche. Beware of the shadows. Ich tue da
Schöpfung und... Ist ja auch geil, kann ich hier durch? Ja. Also ich bin mir echt nicht sicher, was wir hier machen sollen. Level 102. Flüstern. Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Fragezeichen. I'm so busy lately. Was ist das denn für einer? How can I help? Nein, kennen wir nicht. Das Coole ist ja, ich stecke hier jetzt auch fest, ne? Hier hat sich den geholt. Ich stecke hier jetzt auch fest. Na gut, dann wollen wir mal versuchen, hier irgendwie wieder wegzukommen, wenn man schon... Das war jetzt ziemlich sinnlos, vor allem verschwenden wir die ganze Zeit hier und so. Kostbare Zeit hier mit dem Spaß. Warte mal, ist überhaupt die Platte da? Ja, das ist die Platte. Jetzt flapp, flatt die Platte auf dem Kopf. Hm, scheiße. Dumm gelaufen. Bin ich richtig, wenn ich wieder nach Hause will? Moin! Ich glaube, der will mir nicht helfen. Jungs, ich würde gerne wieder nach Hause. Hallo! Ich erinnere mich an euch, nein, ich muss mich täuschen. You look out of place. Need something? Alter, ich will nach Hause. Was ist das hier? Hochverehrter Osyra, die ihr vom Schöpfer abstammt, die Träger des Blutes in Gewohnen, möchtet ihr? Gar nicht. Ich will eigentlich... Chiraimo! Klack. Nicht gestorben? Das ist so wie doof.